ich habe ja schon das Vergnügen gehabt, einige Konzerte auch in ganz unterschiedlichen, auf ganz unterschiedlichen Bühnen von euch zu sehen. Also einmal die große Radio X-Bühne und dann das Pendant dazu, diese wunderbare Atmosphäre im Beduinenzelt. Und jedes Mal habt ihr mich irgendwie gekriegt, weil ihr, würde ich jetzt einfach mal sagen, meisterlich Liebesverse vertont, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist euch das in die Wiege gelegt? Habt ihr lange dafür arbeiten müssen? Oder habt ihr einen Ghostwriter? Oder wie ist dieses Phänomen zu euch gestoßen? Also ich glaube, wir versuchen einfach authentisch zu sein und wir schreiben halt natürlich über alles, was einen bewegt. Und bei fünf Jungs ist natürlich Liebe da auch ein Thema. So ich tanzen kann, hey, mach es richtig laut. Und du sagst, hey, mach das Radio an. Irgendwas soll bestimmt, wozu ich tanzen kann. Tanzen kann, tanzen kann, tanzen kann. Denn heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Zu. Wir müssen weiter, bis wir angekommen sind und sehen unser Ziel. Schon von weitem, eine kleine Stadt wie aus dem Kinofilm. Halten ab, stell das Auto ab, verschwinden im Morgennebel. Und keine Ahnung, was passiert, doch ich weiß, wir sind am Leben. Es war ein Frühstück im Café. Wir sehen zu, wie die Stadt langsam auflebt. Weil zwischen Häusern weiß wie Schnee die Sonne langsam wieder aufsteht. Und unser Zimmer ist perfekt, vielleicht ein bisschen klein, doch wir können das Meer sehen. Und du schaffst barfuß zu mir rüber in dein Sommerkleid. Es bleibt die Zeit stehen. Du sagst, hey, mach das Radio an. Irgendwas läuft bestimmt, wozu ich tanzen kann. Hey, mach es richtig laut. Und du sagst, hey, mach das Radio an. Irgendwas läuft bestimmt, wozu ich tanzen kann. Tanzen kann, tanzen kann, tanzen kann. Denn heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Gut, aber wie sieht's denn mit dem Singen aus? Ha? Habt ihr Bock? Come on! Und Hose! Gib mir ein Ejo! 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 Oberhose! Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Zu tanzen, come on! Denn heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh! Heute muss ich tanzen, tanzen. Heute muss ich tanzen, tanzen. Oh, oh, oh. Heute muss ich tanzen, tanzen. Man hat ja so das Gefühl, wenn man euch auf der Bühne so sieht, das ist alles so eine geschlossene Geschichte. Also eigentlich seid ihr so eine Singer-Songwriter-Kommune. Also könntet ihr euch vorstellen, zusammenzuleben, Vincent? Es
passiert tatsächlich des Öfteren mal. Also wenn wir auf Probenphasen, nenne ich es mal, sind, dann sind wir häufig bei unserem Schlagzeuger auch untergebracht und leben dort quasi alle zusammen auf einem Haufen. Das ist interessant, nenne ich es mal. Auf Dauer wäre es, denke ich, auch mit dem ein oder anderen Problemchen verknüpft, aber ich denke, dass wir da ganz gut zusammenpassen. Also das funktioniert schon. Sind alle Geschichten erzählt? Haben wir unsere Träume verlebt? Haben beide so fest an uns geglaubt? Liebe geschenkt oder Herzen geraubt. Oh, wo immer du gerade bist, bin ich mir sicher, dass auch du uns vermisst. Dass du dir dieselben Fragen stellst. Und das, was wir hatten, in Erinnerung hältst. Ich dreh mich im Kreis und du dich herum. Wir uns gegeneinander, doch weiß nicht warum. Ich geh aufs Ganze, du mir aus dem Weg und wir auseinander, was keiner versteht. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, bin ich immer noch hier. Bin ich immer noch hier. Seit Tagen im Gestern verloren. Jede Nacht durchgemacht, mir ist kalt wie von innen erfroren. War unsere Liebe nur Illusion? Und Option. Oh, wo immer du gerade bist, bin ich mir sicher, dass auch du uns vermisst. Dass du dir dieselben Fragen stellst. Was wir hatten, in Erinnerung hältst. Yeah. Ich dreh mich im Kreis und du dich herum. Bin ich der Baum, dann bist du der Sturm. Doch ich steh immer noch hier und warte auf dich. Auch wenn deine Kette meine Zweige zerbricht, bist du nur die Idee von etwas, das bleibt. Oder Erinnerung an die schönste Zeit. Ja, ja. Oh, 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 oh. Und wenn du nicht mehr weiter weißt und dich der Sturm vom Boden reißt und du die Welt nicht mehr greifst, dann bin ich immer noch hier.
Ich bin da immer ein bisschen irritiert mit Akustikplatte, weil eigentlich denke ich dann immer, ja, okay, wenn man eine Akustikplatte macht, dann hat man da auch irgendwo eine Platte mit E-Gitarre und elektrisch verstärkten Geschichten. Aber eigentlich seid ihr doch eine Akustikband, weil ihr spielt ja auch eure meisten Gigs mit Akustikgitarre, Keyboard und E-Bass. Also wo ist das Akustische? Die Sache ist natürlich, dass das Ganze aus dieser Singer-Songwriter-Idee entstanden ist. Und das ist ja im Grunde einer, der mit einer Gitarre auf der Bühne steht und seine Texte vorträgt. Und wir haben uns eben nicht nur dann als drei Sänger zusammengetan, sondern haben das Ganze dann auch ausgeweitet auf ein komplettes Band-Setting. Und da gibt es natürlich dann Songs, die trotzdem akustisch verbleiben und eben auch Songs, die wir sowohl im Akustik- als auch im kompletten Band-Setup spielen. Und wenn wir jetzt unsere Akustikplatte dann rausbringen, würden wir uns auch hauptsächlich auf solche Akustik-Gigs beschränken. Aber wir spielen natürlich, wir können natürlich auch die großen Band-Sets spielen. Und ja, aber das, wenn ich da kurz einhaken dürfte, wir kommen alle aus der akustischen Musik und wurden so eigentlich innerhalb der letzten zwei Jahre in dieses elektrische Setup gestoßen, so ein bisschen, sind da so reingestolpert und hatten eigentlich keinen Plan, haben auch schon angefangen zu produzieren. Das war aber alles nichts, weil wir uns noch nicht gut genug auskennen mit dem vollen Sound. Und deswegen war der logische Schritt einfach, sich für eine Akustikplatte zu entscheiden, weil wir das kennen. Seit wir alle 12, 13 sind, kennen wir die Akustikgitarre und Kontrabass und so ein Kram. Und weil es auch einfach einfacher zu produzieren ist und uns auch, glaube ich, ganz gut widerspiegelt. Also ich habe eure zweite EP, das ist glaube ich die zweite, Alles in der Cloud? Genau, also die ersten waren so nur zwei Songs, die ich dann nochmal remixed hat, also zwei Titel gedoppelt, einfach nur um einfach überhaupt mal was zu haben. Damit habe ich auch einen Peter geangelt, ja, der hat sich das dann angehört, fand es gut. Und jetzt haben wir eine EP mit 5 Liedern und die wir heute auch alle spielen, plus 1. Genau, und das ist alles in der Cloud, richtig, im amtlichen Studio aufgenommen. Und das Wissen als das Maß aller Dinge verkauft. Doch der Glaube ist so stark, dass er nichts anders braucht, als zu glauben, dass man glaubt. Glauben ist nicht einfach, glauben ist nicht leicht. Niemand wird dir sagen können, bis wohin dein Glaube reicht. Manche glauben bis nach Mekka, andere glauben bis nach Rom. Ich glaube an die Berge, an die Sonne, an den Mond. Ich glaube an die Liebe, an den einen großen Knall. Wie im großen, so im kleinen, wieder Rauch und wieder Schall. Du bist der Sender, ich Empfänger, sensibel eingestellt. Alles löst sich auf. Ich will die Sterne und Planeten, die Galaxie verstehen. Ich will die Sterne in deinem Herzen und in deinen Augen sehen. Ich will sehen, dass wir leben und uns lieben und vergeben. Alles ist perfekt. Wir fahren los und haben Zeit. Wir sind zu allem heute bereit. Vollgepackt mit der Sehnsucht nach den Bergen, dem Meer, der Sonne und allem, was es weh tut. Wir fahren los und haben Zeit. Wir sind zu allem heute bereit. Vollgepackt mit der Sehnsucht nach dem Berg, dem Meer, der Sonne und allem, was es weh tut. Sind die Visionen, die berühren wie ein warmer Wüstenwind, die Gedanken, die entstehen und sich materialisieren, wie die Kinder, die gekommen sind. Ich sehe eine Fülle, die sich um mich herum ergießt, wie meine Pulswelle meinen Atem anschiebt, die gekommen ist zu bleiben, jenseits aller Zeit. Wo gehen wir hin? Frag mich bitte nicht nach Sinn. Sonst nur quält. Oh, man fühlt sich sonst gleich angesehen.
fahren los und haben Zeit. Wir sind zu allem heute bereit. Vollgepackt mit der Sehnsucht nach dem Berg, dem Meer, der Sonne und allem, was sich weh tut. Damen, Luft, nimm ein Herz. Alles eingetaucht ins Meer. Warte ich voller Sehnsucht auf die Welle, die uns an das Ufer der Hoffnung anspült. Wir fahren los und haben Zeit. Wir sind zu allem heute bereit. Vollgepackt mit der Sehnsucht nach den Bergen, dem Meer, der Sonne und allem, was ich weh tut. Ich hab die Schnauze voll von allem, was mir weh tut. Ich spüre nur eine riesengroße Sehnsucht nach den Bergen und dem Meer und der Sonne, deiner Liebe, deiner Liebe. Berufsmäßig werdet ihr ja nicht mehr Musik machen, aber man hat das Gefühl, wenn man deine Texte hört und auch die Sachen, wie ihr es eingespielt habt, wie es aufgenommen wird, wurde die EP, dann steht das professionellen Band also in keiner Hinsicht irgendwie nach. Und ja, wie haltet ihr diesen Spagat aus? Weil im Grunde genommen ist euer bürgerliches Leben, sage ich jetzt mal, der Beruf, eure Familie eigentlich wichtiger und die Band ist Hobby, oder, Peter? Also ich halte den Spagat nur aus, indem ich Musik mache, neben dem Beruf, der zwar auch toll ist, aber ja, die Musik ist halt die Leidenschaft. Und da ist ganz klar, ohne die Musik würde das gar nicht gehen. Und ich stelle nochmal in Frage, ob wir nicht doch nochmal Musiker werden. Ich habe den Traum nach wie vor, ich behalte ihn auch. Und ich habe da so das Gefühl, mit dem Chris hier an meiner Seite, da haben wir den Weg zumindest dafür schon mal geebnet. Und schauen wir mal. Ja gut, ich meine, es ist noch nicht alle Tage Abend. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, ihr macht auch Booking. Also das heißt, das wird nicht euer einziger Gig jetzt hier in der Musikhalle bleiben. Gibt es schon irgendwelche Pläne für andere Gigs oder kannst du schon irgendwas... Schmerz entwickelt ein Galgenhumor, dieser breitet sich aus. Manchmal nimmt er krasse Formen an, kurz davor fang ich zu stottern an. Tanz meinen eigenen Schmerz, ich schlag Alarm, mach einen Riesentest und ich verzeihe mir. Liebe auf wie ein Papier. Bin manchmal weit weg von ihr und segel zurück wie ein Schmetterling aus Papier. Ich habe meine Schatten gesehen, ich habe mit ihnen getanzt, um das Licht zu sehen. Habe vieles gelernt, um mein Leben zu verstehen. Por eso digo toda chacaruna, danke schön. Ich habe mich entschieden, diesen einen Weg zu gehen. Lass mich nicht unterkriegen, alles Schlechte lass ich ziehen. Die Freiheit meines Herzens wird alles überstehen, denn am Ende dieser Zeit. Ich verzeihe mir. Saug Liebe auf wie ein Vampir. Bin manchmal weit weg von hier.
von Jaco, ein aus dem Jenseits stammendes Echo. Seid alle mal ruhig, lasst uns mal hören, des Jürgens Geist kann niemand zerstören. Vor vielen, vielen Jahren ist er schon heimgekehrt, zu dem Großen und Ganzen das Leben verehrt. Er ist schon ein Teil von dem, genauso wie wir auch. Man kann ihn nicht mehr sehen, doch ich fühle ihn im Bauch. Ich kenne seine Stimme seit Jahren schon, denn er spricht zu mir wie der Vater zum Sohn. Vater zum Sohn, Vater zum Sohn. Gibt es schon irgendwelche Pläne für andere Gigs oder kannst du schon irgendwas sagen? Ja, es gibt so lose Anfragen von anderen Bands, die halt irgendwie Bock bekommen haben, mit uns zu spielen, obwohl sie uns live noch nie gesehen haben. Ich gehe mal davon aus, die haben die CD dann gehört und das klingt ganz spannend, weil ja, das lassen wir mal auf uns zukommen. Ja.